Hallihallo, meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Und ich zeige euch heute die. Welche zeige ich euch denn? Die Glossy Box. Die sieht wunderschön aus. Wenn du wissen möchtest, was da drin ist, dann bleib dran. Schön, dass du dran geblieben bist. Es ist heißes Wetter. Es ist warm, jetzt ein bisschen abgekühlt. Ich habe kein Kaffee, sondern ein Eiskaffee. Und wenn du ein bisschen Bock hast, mit mir zu plaudern bzw. mit zu gucken, dann setze ich in die Sonne, hol dir auch einen Kaffee. Und dann starten wir. Wenn du noch nicht weißt, was eine Glossy Box ist, eine Glossy Box ist eine. Ich schon sag's, eine Box mit Beauty-Produkten, nicht nur Beauty-Produkte, da sind meistens, lass mich nicht lügen, 5 bis 7 Produkte drin. Du kannst ein Abo abschließen, hier lässt ich dir nochmal auf, was es alles für Abos gibt. Du musst nicht ein durchgehendes Jahresabo machen, es gibt verschiedene und das Abo ist jederzeit kündbar. Ich persönlich finde so eine Box super, weil da auch dann Firmen drin sind, die man so gar nicht kennt. Und auch sind nicht immer Originalpackungen drin, sondern auch Probepackungen für die, die empfindliche Haut haben und oder was Neues ausprobieren möchte, aber noch nicht sicher ist, so viel Geld dafür auszugeben, beziehungsweise ob es sich lohnt, eine große Packung zu holen. Von daher finde ich diese Boxen immer ganz cool. Da kriegst du eine Box. Eigentlich ist sie normalerweise pink. Zwischendurch ist die so Special Edition, wie zum Beispiel die hier, die finde ich, also die sieht auch wieder sehr schön aus, die sieht nach Meer aus, die sieht ja nach Strand, Sonne, Urlaubsfeeling aus. Und das Thema diesmal ist Fresh Breeze. Und dann schauen wir mal, hier drin hast du auch noch mal was drin. Ich finde die Boxen eigentlich ganz cool, auch zum Verschenken. Na, wenn du hier das nicht magst, dann holst du den Sticker, machst hier drauf. Oder wirklich tatsächlich für die Kinder zu basteln, finde ich auch ganz cool. Oder einfach um Sachen zu verstauen. Dann kriegen wir einmal immer hier so ein sowas mit diesem Code. Normalerweise vorher war es gewesen, dann hattest du eine Zeitung dabei. Aber heutzutage wollen sie ja alle und umweltfreundlich sein. Und dann machen das so und über diesen Code. Auf jeden Fall steht hier alles drin, was welche Produkte, welche Anwendung und wie du die am besten benutzt und wofür was ist. Starten mal hier. Es sieht schon alles sehr, sehr blau aus. Ich muss auch sagen, die steht jetzt hier schon ein bisschen länger und ich habe schon ein, zwei Sachen ausprobiert und weiß auch, dass ich ein, zwei Sachen abgebe und auch an wen, wer sowas gut gebrauchen kann. Dann haben wir als erstes, was ich sehr, sehr cool finde, ist hier dieses Ding. Ich habe sehr oft überlegt gehabt, in der Drogerie, ob ich mir sowas holen soll. Ich habe andere Tools noch und die benutze ich nicht. Von daher habe ich mir die jetzt nicht geholt. Aber es ist auch mal schön, wenn die dabei ist und man das so kriegt. Das ist einmal hier so ein Ding, die Glow-On 5 Beauty. Die legst du in den Kühlschrank und dann kannst du morgens anstatt Augenpads oder wenn du dicke Augen hast und die gekühlt haben oder jetzt bei dem Wetter auch ganz cool, kannst du deine Augen bzw. dein Gesicht damit sehr schön kühlen. Dann haben wir das Weitere und das habe ich probiert, weil ich bei dem Wetter immer echt arge Probleme, also wirklich Probleme habe. Ich einen sehr starken Schweiß habe und irgendwann fing es an zu riechen, gerade wenn ich Polyester-Oberteile anhabe. Und dann ist das 8x4 ist ein Pure Freshness Fresh Mind Effekt und Duft hebt die Stimmung nachweislich. Und langanhaltende Frische 48 Stunden. Dann haben wir hier was ich definitiv meinem Mann schenke, weil er Probleme hat mit den Füßen.
Das ist eine Großpackung sogar. Aufbauendes Intensivfußsalbe. Regeneriert und glättet rissige Haut. Dieses Urea 10% empfehle ich wirklich für diejenigen, die an Schuppenflechte leiden oder trockene Haut leiden oder schuppige Haut leiden. Urea ist sehr gut dagegen. Das werde ich auf jeden Fall meinem Mann geben, aber den muss ich auch mal manchmal zu zwingen, sich die Füße einzucremen. Genau, finde ich sehr gut. Guck mal, wir machen das, glaube ich, mal auf. Es ist verriegelt, versiegelt. Aber ich meine ganz, oh, die ist flüssig. Das hätte ich jetzt nicht, also die ist durchsichtig und flüssig. Hätte ich jetzt, guck mal, die ist flüssig. Fühlt sich eher an, wenn das so ein bisschen ölig ist. Nein, ich creme jetzt hier nicht meine Füße ein. Glaube, es riecht minimal. Aber ich kann jetzt sagen, nicht gegen was. Dauert was, bis es einzieht. Und es lässt ein bisschen, ja, es lässt so auch ein Glow. Dann haben wir hier schon wieder eine kleine, ich weiß nicht, ob dies ist Großpackung. Ich finde die aber sehr cool vom Packaging. Das ist eine Handcreme. Die ist weiß. Die sieht auch so ein bisschen metallic aus, aber das ist trotzdem Plastik. Ich hätte mal welche, die auch wirklich aus Metall sind. Oh. Weiß, feste, aber sobald man Druck drauf gibt, cremt die. Man sieht, sie kühlt. Genau, sie kühlt. Das merkt man. Das war jetzt hier bei dem Fuß beim nicht. Und sie riecht. Dass sie auf jeden Fall reichhaltig ist. Ne? Die gibt hier noch ist eine Schicht drauf. Und die merkt man, die zieht sehr schnell ein. Und dann haben wir, finde ich, ist sehr cool, gerade im Sommer von Albera, ein Hydro-Refresh. Die bewährte Formel, also haben nichts geändert. Gesichtspflegespray. Ultraleichte Feuchtigkeit. Feuchtigkeitspflege mit Bioalge und natürlichen Hyaluronsäure. Finde ich sehr cool. Habe ich auch in der Tasche drin. Und das ist einfach so mal zwischendurch. Es riecht ein bisschen. Ich weiß nicht, ich kann euch nicht sagen, aber dieses Alver La Vera oder Alverde, zum Beispiel bei DM, hat auch das in diesem Naturkosmetik, hat immer diesen leichten Naturduft. Steht aus 100% Recycling. Nach der Reinigung auf das Gesicht sprühen und im Anschluss eine Pflege benutzen oder einfach zwischendurch das als Erfrischung auf die Haut sprühen. Und hier steht auch drin, auch über dem Make-up anwendbar. Genau. So, dann haben wir zum guten Schluss haben wir noch eins. Das ist einmal das hier. Finde ich sehr cool. Das ist ein Bronzer von Kind Bronze. Sieht einmal so aus. Mach ich das mal auf. Wie am Strand, ne? Es riecht nach ganz, ganz leichten Duft. So. Ja. Einmal hier. Schauen wir mal. Siehst du, kriegt man auch gut verblendet. Hier ist es ein bisschen dunkler, weil ich ja jetzt wirklich hier diese fetthaltige Fußsalbe auf der Hand Fläche gemacht habe. Von daher ist es da etwas dunkler. Genau, auch mal das. Gerade Bronzer finde ich ganz cool. Ich bin im Sommer eigentlich weniger an Make-up drauf oder so gut wie gar nicht, weil ich keine Lust habe. Und dann
ein bisschen Bronzer zu machen, damit man nicht so fad aussieht und ein bisschen mehr Leben im Gesicht hat. Es waren jetzt sechs Produkte. Ach so, was ich sagen wollte, ist hier zu dem Bronzer, ne? Auch selbst wenn du keinen Bock hast auf Bronzer, benutzt doch das als Lidschatten. Mache ich auch immer sehr gerne. Genau. So, das waren jetzt sechs Produkte. Vom Preis, ich bezahle, glaube ich, 17,95 €, 17,90 €. Und ihr habt eben gesehen, die einzelnen Preise. Ich kann euch das gerne gleich mal zusammenrechnen, wie teuer eigentlich jedes einzelne Produkt ist. Also finde ich für 17,95 € so ein Jahresabo, finde ich, kann man nichts gegen sagen. Genau. So, und hier habe ich noch einen kleinen Code für dich. Genau, steht alles aber auch noch mal in der Infobox, der Code und alles. Falls du Bock hast, kannst du ein bisschen sparen. Und genau. Ich finde es sehr schön, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Und ja, falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne machen. Du kannst auch gerne die Glocke aktivieren, weil dann kriegst du nämlich automatisch, wenn ich was hochgeladen habe, Bescheid. Und ja, ein bisschen Liebe da. Einen Kommentar oder ein Herz, da würde ich mich sehr freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.